Das hier kam gerade über einen sicheren Kanal vom Kryptarchen rein. Das Ishtar-Kollektiv umfasst die größten Denker des goldenen Zeitalters. Ihr Archiv ist ein Wissensschatz, den die Gefallenen niemals in die Finger bekommen dürfen. Sichere das Archiv, dann stehen die Kryptarchen in deiner Schuld. Ja, dann will ich doch mal hoffen, liebe Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Destiny. Mit mir an meiner goldenen rechten Seite ist wieder mal der Eitat. Hallo. Es wird nicht lange dauern, bis die Gefallenen alles abgetragen haben. Wir sollten es finden, bevor sie uns zuvorkommen. Da bin ich doch so ein Lesemuffel. Aber bleibt ja nichts anderes übrig. Wobei, ein Archiv kann ja auch alles Mögliche sein. Ne? Das muss, muss ja nicht mit Lesen zu tun haben. Vielleicht ist auch das Kölner Stadtarchiv. Ja, gut, das könnte sein, dass das ein bisschen am Boden ist. Ist hier irgendwas? Nee, ich dachte, hier wäre gerade was. Ah, das sah eben aus. Ja, ich mache hier Handstande. Ohne, guck mal, auf den Kopf. Was machst du denn? Ich habe mich mal kurz auf den Kopf gelegt. Ich war so frei. Los geht's! Miau, da vorne ist es. Gegners! Hallo, wie geht es euch? Aua, 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 aua. Diesmal lässt du bitte was übrig. Ja, wo bist denn du? Hier. Ist zu spät, die Kollegen haben auch schon mit aufgeräumt. Adam. 25 und 24, die Süßen. Die kleinen Racker, du. El Gapso. El Gapso? El Gapso. Da war doch bestimmt so ein berühmter Fußballer, oder? Ja. Ist er nicht Diego Armando Gapso? Genau. So, nicht anders, du bist falsch. Weiß ich, bin falsch, aber ich wollte mal gucken, vielleicht liegt da ja irgendwas rum. Du kannst dir doch nicht einfach so blindlings wieder folgen, das ist doch irgendwas gleich mit dir. Oh je. Ich hab da schon, eine Vermutung. Bitte sprich's nicht aus. Hier waren wir doch schon einmal. Ach, komisch, die Kiste ist weg, Sauerei. Das finde ich jetzt nicht nett vom Spiel. Haben sie bestimmt jetzt woanders hingestellt. Wird zwar weggerückt. So, wieder Feindkontakt. Ah, da sehe ich auch was Schönes. Oh ja. Aber sie ballern sich schon gegenseitig über den Haufen. Das finde ich doch mal nett. So gehört sich das. Ich weiß ja nicht so recht, was ich hier davon halten soll. Hey, der schießt auf mich. Kollege, ihr könnt euch doch nicht... Oh, wir helfen euch doch. Boah. Was war das? Oben. Ah! Wenn der trifft, dann hast du Spaß. Oh ja. Da links neben uns, ach, da oben ist was. Da oben war was. Weißt du, der ist immun manchmal. Ja, wenn die sich so einigen, ne? Gott. Ach, nee. Nee, Alter, verpiss dich doch einfach mal. Ist er weg? Nee. Aber ordentlich Schaden hat er genommen. Oh, jetzt ist er weg. Ja, Granate. Der Gute. Was? Er granatet? Ich hab eine Granate geworfen. Mit zu El Granatinho. El Granatinho. Komm her, Junge. Komm her. Na, ihr seid ja mutig. Headshot und weg. Mensch. Kollege. War mir nicht sauer, sonst gibt's Dresche. Och Mann. Headshot. Da drüben ist ja noch einer. Oh, Granate. Das wird nur so. Das war kaputt. Ich glaube, ich muss mein Gewehr nochmal ändern. Schön. Ja, immer schön lecker Munition einsammeln, ne? Ja, nicht nur das, ich muss einfach, ich weiß nicht, es hat... Ach, guck mal, da hinten ist jetzt offen. Ja. Da reißt man eigentlich ziemlich oft immer das Gewehr hier mit der Waffe.
Das kommt mit der Zeit. Das kommst du? Bitte, ja? Jojo, warte mal, ich muss mal kurz was noch schauen. Ihr seht aber schön die Mission, was ich so alles so nebenbei mache. Ach, guck mal, ich muss ja gar nicht mehr so viele Headshots verteilen, das ist doch schön. Oh. Die Gegend sieht aber sehr beruhigend aus. Pflanzen lassen einen ruhig werden. Ruhig werden? Oh. Tarzentrum. Gehen wir mal die Treppen runter. Da ist bestimmt eine Kneipe. Wenn dann eine kaputte Kneipe. Oder hinten laufen schon wieder irgendwelche Kollegas rum. Kollegas? Erstmal greife ich mir hier wieder die Blüten. Ja, da folge ich dir doch schnurstracks mal. Da können wir uns immer noch um die Deppen da kümmern. Da hat gerade einer sich angehört, als würde er gleich kotzen. Was haben wir denn hier? Ist hier was? Leider nein, leider gar nicht. Oh, die Geächteten haben mittlerweile sogar Flammenwerfer. Cool. Oh, wenn du hier reingehst, ist nochmal was. Wo? Hier ist so eine Blüte. Wow, das sind vor allem Gegner. Was? Wo ist ein Gegner? Alter Falter. Jetzt passiert. Weißt du, wo wir vorhin waren? Nein. Weißt Dreh du? Dich mal um. Alter! Ist ja nicht so, als dass ich es dir gesagt hätte. Alter! Hüter gefallen. Ja, ich bin auch kurz davor. Siehste? Oh nein! Ich bin wieder da! Gerade noch gerettet. Alter, ich komme da raus und drehe mich um und denke, was ist denn hier los? Gerade noch gerettet, ey. Du warst eigentlich schon tot und ich hatte noch 2 Sekunden am Laufen. Boah, ey, da springt mich hier einer an, ey. Ich fass ja nicht. Jetzt sind sie alle weg. Ist vielleicht auch besser. Ja. Heimatland, das war gerade eine Aktion. Müssen wir hier lang? Geh du mal links hoch und ich gehe rechts hoch. Wir müssen vor allem unten durch. Unten? Bist du da? Bin hier. Haha, das war gerade echt eine krasse Aktion. Knapp. Schon wieder neu starten. Müssen wir neu starten? Nö, oder? Das ist ja neu jetzt. Wir sind ja noch mittendrin. Halle des Flüsterns. Da hinten kommen schon die ersten Schweber. Die Gefallenen haben bereits Fuß gefasst. Na, das macht ja nichts. Was ist denn? Oh, das. Na, ja, zum Glück sind es nur die Gefallenen. Die anderen wären mir deutlich unangenehmer. Ja, das stimmt. Die wächst. Na, die sind schon eine Nummer stärker, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Warum werfen wir denn nichts einfach rein? Das geht doch schneller. Es ist ein Auge! Oh, Alter. Hört doch mal auf mich zu ballern. Das kann doch nicht angehen. Da. Zählt aber viel aus, das gute Ding. Das Auge? Ja. Ja, leider. Aber nicht mehr lange. Oder doch. Oder doch nicht. Uah. Ja, jetzt wird's eine Scharfschütze da oben, der geht mir auf den Senkel. Du hast da direkt vor dir einen Besucher. Komm. Kollege, lass es bleiben. Du schaffst es ja doch nicht. Fängt hier immer mit dem Terz an, aber kann ich nicht zu Ende bringen. Öffne die Kammer. Lass bloß die Finger davon. Wo bist denn du? Ach, da hinten. Ich hab nur noch mal ein bisschen nach Munition geguckt. Ja, ich guck da auch mal noch ein bisschen. Laden kannst. Also ich glaube, ich nehme wieder mein altes Automatik. Blöd. Nimmst du dein altes? Ja, Automatikgewehr. Ja, das ist, irgendwie verreißt man das total, das Gewehr.
Das ist natürlich die hohe Feuerrate. Ist das nicht mehr so stabil? Ne, nicht wirklich. Durch. Ja, dann gehen wir weiter, oder? Würde ich sagen. Machen wir mal das große Türchen auf. Das Archiv. Mach mal den Geist verloren rein. Geheimnisse des goldenen Zeitalters. Seit Jahrhunderten unberührt. Restricted Area. Die wollten hier echt keine Besucher. Eine Radial-A-Verschlüsselung. Ich glaube, wir kriegen gleich von hier ganz schön viel Besuch. Weil wenn sie hier durch die kleine Tür kommen, ist mir das recht. Nach dir. Nach dir? Oh, hier geht's auch. Das sieht aber gesund aus. Wenigstens ist zugewachsen, das heißt, da wird erstmal keiner sein. Halle des Flüsterns, wir müssen jetzt. Hast du gehört? Bist du noch da? Laut. Wir sind ja in einer Bibliothek. Unglaublich. Das Archiv hat teilweise noch Energie. Gut aus. Sieht schick aus. Nette Einrichtung. Nein. Jo. War bestimmt teuer. Ja. Willkommen, Dr. Shim. Bitte Sicherheitsfreigabecode eingeben. Dr. Shim? Dr. Shim? Dr. Shim? Egal. Sehen wir uns das Terminal da vorne an. Ich hab da so ein Gefühl. Dieser Ort ist erstaunlich. Er ist größer als die Archive in Alt-Akra. Dass das nicht gut endet. Das denn für Dr. Hier. Shim oder für uns? Für uns, weil der Dr. Shim sicherlich so eine Sicherheit eingebaut hat. Und wir deswegen sterben werden. Hi. Hi. Darunter. Die sterben. Ja. Das sagen am Anfang alle. Sterben ist immer doof. Ich aktiviere das Ding jetzt mal. Mach das. Dr. Shim, soll ich die Wex-Geisteskernanalysen korrelieren? Bitte was? Wie höflich. Mal sehen, was Sie haben. Dr. Shim, eine Sicherheitsverletzung. Es gibt Eindringlinge. Protokoll 19. Protokoll 19? Gefallen. Sie müssen uns verfolgt haben. Gott. Geh wieder los. Ja, es sind ein paar. Oh, von links. Nee, von rechts. Die schießen von, ja von überall. Na, wenigstens haben wir hier so einen leichten Gang, wo sie nicht sofort durchbrechen. Hä? Wer wird denn da gleich kopflos? Das ist ja geil, wenn du hier so Fallen aufstellen könntest. Das wäre wirklich cool, wenn man sich so ein bisschen Verteidigungsstrategien ausdenken könnte, ne? Genau, sowas in der Richtung. Da oben snipet die ganze Zeit einer rum, den ja. Müssen wir ganz schnell erledigen. So wie er mich jetzt erledigt hat. Oh Gott. Dauert nur noch Stunden, bis ich da bin. Ungefähr 23, 22, 21. Jetzt bist du da. Ging ein bisschen schneller als erwartet. Wo ist er denn hin, der Typ? Da wo oben. Ist er denn? Hier. Ich meine jetzt Sniper. Generell oben auf den Dächern. Ja, das macht. Ja, ich dachte, ich mach's mal. Uah. Ich bin schon wieder tot. Ich leg mich aber auch immer im Nahkampf mit denen an. Das ist irgendwie, glaube ich, nicht so meine Sache. Nahkampf ist eher meine Sache. Ja. Naja, eigentlich bist du ja auch Fernkämpfer. Töt den mal. Oh. Bist du da? Yep. Ich glaube, wir haben keinen Saft mehr. Ich habe nur noch 15 Schuss Munition. Ja, da unten ist eigentlich genug liegen. Von der Energie zehrt. Oh ja. Immer diese kaputten Augen, ey. Komm. Gib doch auf. Oh. Hat was gedroppt. Was denn? Was Augentropfen? Hier raus wieder. Uah! Oh. Da drehst du dich einmal um. Geht gleich in die Boxer. Oh, Geist einsetzen. Ah, machst du? Jo. Okay.
Was für ein Chaos, aber ich erledige es. Willst du? Ja, ich bin dann nur lang gerannt und plötzlich steht der Typ da vor mir. Großartig, sie greifen schon wieder an. Wer, wo, wann, warum? Hier. Oh, wow. Er war so ein bisschen direkt vor dir, ne? Ja. Hat ein bisschen Schlagen und Luft gehabt. Ach, war ja klar, wir sind im letzten Schuss wieder nicht auch hin. Hallo, Kollegen. Ich geb dir mal ein bisschen fern. Schütz. Ach, wir müssen sowieso da hoch. Ja, das habe ich natürlich nicht gesehen. Pass auf, dass du diesen roten Flaschen da nicht zu nahe kommst, weil die machen. Ja. Schweber. Ist doch schon alles erledigt. Keine Sorge. Ach, deswegen ist der Strom weg. Ich glaube, dem sind die Schaltkreise durchgeschmort. Ich habe es gleich wieder zusammengesetzt. Es sind immer noch Gefallene hier. Kein Problem, die haben wir im Griff. Kommen sie denn? Von. Ich sehe hier nichts. Ach, hier jetzt. Da kommen sie. Einmal unten reingeholzt. Jetzt verkrümeln die sich noch. Ich hasse es nicht. Boah. Das ist ja wahnsinnig. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Die verkrümeln sich echt nach da unten. Alter Falter. Stirb! Stirb! Komm, den hol ich mir im Nahkampf. Zack. Warum denn kompliziert, wenn es auch einfach geht? Aua, 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 aua. Guck gerade. Ich bin scheiß auf dich. Tot gerade. Hä? Tot gerade. Quasi direkt hinter dir. Mehr oder weniger. Ich warte. Rechts neben mir, also links neben dir ist jetzt einer noch. Links neben mir. Hier ist nicht mehr. Zurück zum Archiv. Zurück zum Archiv. Ach, das ist dann quasi hier. Okay. Okay. Ja, dann sammeln wir mal schön ein, was du so erbeutet hast. Du hast noch gar nicht. Ich dachte, wir setzen ihn ein. Ja, ich setze ihn mal ein. Zu spät, erster. Oh, Mann. Ich muss mir auch jeglichen Spaß nehmen. Ja klar, was denn sonst? Ich werde meines Lebens nicht mehr glücklich. Ja. Verdient hast du es so. Das Archiv ist erstaunlich. Ja, geilo. In andere Galaxien. Weißt du? Von einer Wächsunterwelt namens Gläserne Kammer. Hoffentlich kann der Kryptarch etwas damit anfangen. Ich gebe ihm Bescheid. Coole Sache. Nee, Freunde. Das war's mit dem heutigen Let's Play. Ruckzuck ging's vorbei. Sehr kurzweilig. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ein Däumchen nach oben und lasst ein Abo da. Das würde uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch schon wieder zum nächsten Let's Play. Morgen. Bis dahin, einen schönen Tag. Tschüssikowski. Tschüssi.